Und damit herzlich willkommen zurück hier im IMX-Universum. Ich bin der Schnittwagen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge habe ich dann abgebrochen, weil ich ja eh schon wieder ein bisschen überzogen hatte. Aber ich wollte der Teut da zuschauen, wie sie das Xenon-Wrack zerlegt. Mal gucken, ob er da irgendwie was erkennen kann, ob da mit Strahlen gearbeitet wird oder mit Drohnen oder irgendwie sowas. Noch erkennt man nicht viel. Aber dafür habe ich die Jungs hier eingestellt. Die sollen halt... Die großen Xenon-Wracks, die ja hier regelmäßig vorbeikommen und die ja immer einfach dann irgendwann vom All zerfressen worden sind, ohne dass sich da irgendwas getan hat. Vielleicht sieht man jetzt noch Wrack hier nochmal. Nochmal eine andere Perspektive. Ansonsten muss ich jetzt eine klassische Ansicht machen, dazu müsste ich mich dann aber erstmal dahin teleportieren. Und so kann ich dann auch von den großen Xenon-Cars die Wracks verwerten. Und ich baue ja auch hier gerade massiv meine Recycling-Kapazitäten aus. Okay. Ich glaube, das muss ich jetzt hier doch oldschool machen. Kann mich auch mal direkt darauf hin teleportieren. Anfänger. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Ja, erinnert ein bisschen an die Erlkönig. So, also hier unten haben wir das Xenon. Ah, da sind die Drohnen. Seht ihr das? Und hier haben wir auch schon mal den ersten Würfel, quasi der hier produziert wird. Ich mach mal hier das hat gerade weg. Ja, genau, das wollte ich sehen, dass hier so ein paar Drohnen rausgeschickt werden, die jetzt das Wrack zerlegen. Und das sind halt, das sind diese Details, die ich an X4 einfach liebe, dass man das wirklich beobachten kann und nicht nur einfach das Schiff da drüber ist und irgendwann ist es dann fertig aufgebraucht und hier wird dann halt schon mal ein Schrottwürfel rausgepresst, die dann im Manticore dann später verarbeiten kann und nicht mehr irgendwie nach Ketzers Untergang oder sonst noch wohin fliegen muss. Da kommt der nächste Würfel raus, zack. So, und wir sehen schon hier ein bisschen umgebaut, oh, falsche Seite, na, dass ich meine Kapazitäten hier ausgebaut habe. Das Ganze ist aber auch noch im Bau. Und was noch viel wichtiger ist, ist dann die Energieversorgung. Und ihr seht schon auch, wie sich das jetzt hier weiter erweitert. Ich habe also auch mein XXXXXL-Kraftwerk, muss ich das jetzt eigentlich nennen, auch nochmal um die doppelte Erzeugungskapazität erweitert, um eben hier die neuen Recycling-Möglichkeiten auch wirklich laufen lassen zu können, weil es ist ja sehr, sehr, sehr energieintensiv. So, ich bin gar nicht sicher, wie viel Schrott man aus so einem Car rausbekommt. Auf jeden Fall die Idee, die ich dazu hatte, die funktioniert auf jeden Fall. Und dann haben wir hier auch nochmal Hüllenteile und Nanotronik-Lieferanten. Da kommt der Manticore zurück, wahrscheinlich aus Ketzers Untergang. Die Schrottwürfel erinnern so ein bisschen an die Borg-Kubusse aus Star Trek. Wenn ich mir das gerade mal so anschaue. Ja, aber hier kann man auch nochmal wunderbar die Drohnen sehen. Die das Car quasi kleine Schrottteile entreißen. Und das Ding wird ja hier auch Verdichterschiff genannt. Das heißt, sie werden dazu Schrott verdichtet und... Dann schauen wir mal, ob denn die Manticore dann irgendwann hier hochkommt und einfach diesen Schrottwürfel mitnimmt. Weil wenn die schon so weit wegfliegen muss, da kommt der nächste Schrottteil raus. Ja, neue Physik-Engine wirkt. Also ich denke, wir können bei einer Manticore weiter bleiben.
hat natürlich jetzt auch so ein bisschen das Risiko, dass jetzt Manticore von anderen Fraktionen, also sprich den Sturmflutstreichern, jetzt dann wieder hierher kommen und den Schrott dann hier stehlen. Ah, herrlich. Genau das liebe ich an diesem Spiel. So. Ich habe nur gerade die dumme Befürchtung, dass die Manticore... Ah, doch. Bergungsgut liefern. Ja, gut. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Es gab ja jetzt sehr, sehr viel Schrott durch den Angriff der Xenon, auch von kleinen Schiffen, also S&M-Schiffen. Genau, und jetzt nimmt er den Bereich, liefert den Schrott da ab und ich hoffe, dass er danach dann fertig ist. Also der hier, wo er zuletzt den Schrott abgeliefert hat und dann im Endeffekt, ja, nächste Bergungsgut dahin. Deswegen ein Manticore reicht. So, das müssten die Baudrohnen sein. Baudrohne. Ja. Wunderbar. Alles im Blick. Sieht man, Baulager ist auch voll. Ja, an so einem K ist natürlich eine Menge Schrott dran. Oh, der eine Würfel ist weg. Ist der jetzt von der Manticore geliefert worden? Schauen wir mal. Nee, doch, da ist er noch. Ah, ich hab ihn sogar noch im Blick. Ja gut, ich denke mal, die Manticore wird jetzt erstmal die kleineren Wachs nehmen. So, und ich habe ja im Gegensatz zu vorher, wobei, nee, eigentlich habe ich es jetzt ja genau gleich gemacht. Ich hätte vielleicht noch eine fünfte Recyclingstation bauen müssen, also ein Produktionsmodul. Da gefeuert mit Plasma, wahrscheinlich wieder mit Kanonen auf Spatzen. Ja, da ist ein P. S. Ach, ein S ist es sogar nur. Und ihr seht, also so weit können die gar nicht vorhalten, die zu erwischen. Ja, hier würde ich mir auch wünschen, dass man einstellen kann, dass die Plasmageschütze nur auf Großkampfschiffe feuern. Ja gut, also. Ich bin halt echt am Überlegen, ob ich das jetzt noch ausnutze, wo Bob noch da ist. Einfach, dass ich auch... Ja, wobei, das wird alles auch nichts bringen, schätze ich mal. Oha! Okay, der Schrott geht doch ganz schön in die Neige jetzt. Na gut, aber ich habe ja bald... Das liegt ja daran, dass wir jetzt hier alle Produktionsmodule jetzt schon hier am Laufen haben und dementsprechend der Schrott natürlich auch weggeht. Jetzt wird es natürlich so ein bisschen an der Energieversorgung hängen. Und wenn das zweite Schrottmodul... Ja, okay, das hier ist die Energie. Okay. Gut, ah ja, da wird noch der nächste Schrottrecycler gebaut, okay. Also das sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Und hier sehen wir die Schrottwürfel. Aber er nimmt wahrscheinlich jetzt echt erstmal die kleineren Sachen.
Wobei, ich überlege gerade, die Schrottwürfel müssten doch eigentlich. Die sind ja quasi jetzt von der. Von der Teuter verarbeitet. Die könnten doch direkt ins Feststofflager, also quasi direkt ins Schrottlager. Also, dass dieser Produkt, dass dieser Schritt von diesem Recycling, also dieser Schrottverarbeitungsanlage, guck ich, wie die heißen. Genau, also diesen Schritt, der müsste doch eigentlich übersprungen werden. Ah, nee. Ich habe das gar nicht alles verbraucht. Das ist ja, ich habe ja ein größeres Lager gebaut. Deswegen, das ist einfach noch nicht voll. Alles klar, das passt schon. Ich habe schon gedacht, die sind hier alle schon abgenommen worden. Aber das ist es ja nicht. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal... Auf jeden Fall nochmal eine Seeschwalbe bauen. Und die dann auch nochmal dem Sonnenkraftwerk zuweisen, weil die hat die große Kapazität und das ist ja wirklich nur ein kurzer Weg dahin. Um halt den Energiefluss dann halt zu erhöhen. Genau, Rohschrott. Was ist mit den Schrottwürfeln? Die muss er ja auch bergen, oder? Naja, wir sehen es. Wir sehen es ja dann, ob die dann hier abgeholt werden. Ja, das K ist immer noch nicht vollständig abgebaut, also da kommt wohl einiges rum. Also ich schätze mal, es wird nicht lange dauern, bis hier wieder die Sturmflutstreicher sind und den Schrott dann hier auch holen. Wenn schon mein eigener Manticore sonst wohin fliegt, um dort Schrott zu holen. So, hier kann man... Ja, der holt erst die kleinen Sachen hier. Ein altes P. So, hier wird auch schön weitergebaut. Gut, aber ich würde sagen, hallo. Genug betrachtet. Die Leute, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich euch sowas mal ganz gerne mal einstreue. Erreiche System, profitables Andenken. Eben weil ich halt so auch teilweise diese kleinen Details halt einfach feier, die hier umgesetzt worden sind. So, aber wo macht man das jetzt mal hier? Eigentlich würde ich ja denken, dass der Manticore priorisieren sollte, die großen Schrottwürfel zu nehmen. Oder ich habe hier noch irgendwo einen Denkfehler drin. Achso, die Seeschwalbe ist natürlich schon fertig. Das Sonnenkraftwerk XXL hier. Oh, da ist sogar schon. Schon drei Schiffe, aber ein viertes wird jetzt nicht schaden. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch brauchen. Für den Energiefluss.
Also was ich jetzt sehen will, ist, dass er jetzt mal einen von den Würfeln holt. Ja, das sieht gut aus. Es scheint aber hier von den Würfeln zu holen. Ja, sehr schön. Nein, ich wollte mich gar nicht dahin teleportieren. Ah! Na gut. Erreiche System. Attic Bars Entscheidung. Schauen wir mal in so eine Manticore rein. Eigentlich wollte ich Livestream machen, naja, gut. So, also er transportiert den Würfel doch dahin. Dann ist das wahrscheinlich trotzdem immer noch Rohschrott. Da sehen wir, dass das K immer noch nicht vollständig zerlegt wurde, aber man kann schön die Drohnen sehen. Ja, doch, zählt also als Rohschrott. Oder sogar ein Tausender. Das macht natürlich dann einen Zyklus da ein bisschen effektiver. Ja, und wir sehen jetzt hier Energiezellen. Aber ja, das Sonnenkraftwerk ist ja noch nicht weiter ausgebaut. Und wie gesagt, zur Unterstützung könnte ich auch... vielleicht, ja, wohl, ja. Mal gucken, wie ich das mache. So, aber das ist das, was ich sehen wollte. Okay, da scheint es wieder eine Xenon-Attacke zu geben. Aber das ist, was ich sehen wollte, also er holt den Schrott auch ab. Das heißt also, tatsächlich der Schrott von dem Xenon K wird jetzt also auch ordnungsgemäß verarbeitet. Das ist das, was ich sehen wollte. Hier sehen wir auch wunderbar, wie der Schrottteil eingesogen wird. Genau, das ist jetzt voll. Jetzt kann er das nächste eigentlich holen. Außer der ist da drüben noch nicht fertig, aber ich denke mal, er wird das nächste holen. Und so ist der Manticore jetzt eigentlich quasi nicht beschäftigungslos, weil immer... Ich habe ein bisschen Schrecken gekriegt. Ah, herrlich. Hier sieht man im Hintergrund, wie das nächste Sonnenpanel gebaut wird im Hintergrund. Also das ist genau... Oh, das müsste der nächste Würfel sein. Nee. Nee, diesmal hat er jetzt sich für wahrscheinlich den eben abgeschossenen Xenon-Jäger entschieden. Ah, hier auf dem anderen ist aber auch noch das Symbol zu sehen, dass er noch nicht wieder frei ist zum Abgeben. Jo, aber ein Zyklus ist dann in 20 Sekunden fertig. Es mangelt halt auch so ein bisschen an der Energie, aber hier wird ja jetzt fleißig nachgeliefert. Gucken, vielleicht baue ich wirklich so ein paar Terraner-Geschichten heran. Genau, jetzt müsste der eine wieder frei sein. Dachte ich eigentlich. Ihr seht, da ist bei beiden noch eine Sperrung drin. Deswegen irrt er jetzt so ein bisschen auch hier rum. Naja, gut, aber das funktioniert. Ich muss ja nur am Feintuning arbeiten, ob ich dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen eine Unterstützung
Unterstützung noch mit reinbaue. Erreiche System, profitables Andenken. In Form von noch so kleinen Terraner-Paneelen, die das Ganze nochmal unterstützen. Weil jetzt das XXL-Sonnenkraftwerk nochmal weiter ausbauen, das macht keinen Sinn in meinen Augen. Aber apropos. Ich würde sagen, das hat sie auf jeden Fall nochmal zwei zusätzliche X verdient. Ja, hier sieht man ja auch, hier wird ja fleißig noch gebaut. Und da sind wir ja noch lange nicht fertig mit der... Also das produziert halt auch noch nicht die Energie, die benötigt wird. Und es sind auch noch lange nicht alle Waren da. Gut, also, da geht's voran, das wollte ich sehen. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich fertig sein mit dem Bau. Jawohl, hier sind wir komplett fertig. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wie gesagt, ein bisschen umgebaut. So, wir brauchen 180.000 Energiezellen für ein, dass alle beiden arbeiten. Und dann haben wir ja noch nicht die Energiezellen, die jetzt hier die Verarbeitungsteile alle brauchen. Also, wie gesagt, auch wenn das noch nicht fertig ist mit dem XXL, der XXXXXL Kraftwerk, kann es sein, dass wir hier doch nochmal auch für eigene Energiezellen daran basteln müssen. Weil die 180.000 ist natürlich auf die Stunde bezogen. So, jetzt sehen wir auch, sind alle vier Sonnenkraftwerkhändler jetzt im Einsatz. Plus das eine Energiemodul, was jetzt hier sowieso rund um die Uhr arbeitet. Ja, ich würde sagen, da gucke ich wirklich mal. So, ich glaube, die Teuta ist fertig. Bis das Sonnenkraftwerk fertig ist und ob denn die Produktionskapazitäten denn ausreichen. Das wäre dann, wie gesagt, das nächste, was wir gucken müssen. Und ihr seht, die Höhlenteile kommen jetzt vom Bollwerk 2 hinter. Das heißt, da ist auch immer entscheidend, wie weit ist das Ganze von einer möglichen Quelle entfernt. Und ja, wie gesagt, das sind ja Sachen, die ich selber herstelle. Warum soll das denn da nicht herholen? Das ist also vollkommen in Ordnung. Ja gut, Energiezellen werden natürlich jetzt hier sofort aus den Händen gerissen, sobald was da ist.
Oh, was ist denn hier los? Tirana wieder. Ja, da ist wohl die Asgard, die ich hätte bauen sollen. Und die Tirana dann doch noch selber fertig gebracht. Aber die scheinen erfolgreiche Missionen gehabt zu haben. Irgendwo hier. Bei den Xenon, schätze ich mal. Aber wo ist, wie schaut es denn hier an der Front aus? Ja. Ja, gut, klar, sagen die Xenon wieder mit so kleinen Flöttchen kommen, zerstellen die an der Verteidigungsstation natürlich genauso wie die Xenon an meiner. Position beschützen, Familie sehen, das ist ja auch interessant. Ich kann jetzt die Befehle ja von denen sehen. Und schon geht's wieder zurück. Ja, die haben mir einiges aufgeboten. Da ich jetzt auch so gut bin mit, ich glaube, ab Ruhmstufe oder ja, Stufe 28, glaube ich, ist es, kann man ja auch die Befehle sehen von den Verbündeten. Jetzt sollen die Patrouille Saturn 1, okay. Es geht zurück in heimatliche Gefilde. Aber schon eine Riesenflotte, die die Terraner hier aufgebaut haben. Ich hätte halt echt gerne die Asgard für die gebaut. Aber naja. So, was haben wir denn überhaupt? Haben wir denn überhaupt beim Hauptquartier? Haben wir denn da jetzt doch alle unsere Handelsschiffe? Jawohl, also das scheint schon mal gewirkt zu haben, nachdem wir ja zwei Handelsschiffe verloren haben. In der Nähe des Hauptquartiers habe ich da jetzt ja mal so eine kleine Flotte. So eine kleine Flotte dort stationiert, die die Station beschützen soll. Allerdings waren zum Schluss auch relativ viele Schiffe. Des Finanzministeriums in der Nähe, so wie jetzt auch immer noch. Das trauen sich die Piraten wahrscheinlich auch nicht mehr. So, ja, mit dem Terraform habe ich auch so das Gefühl, kommt man nicht so richtig weiter. Wobei, es geht weiter, so ist es ja nicht. Ne? Hier ist schon wieder eine kleine Abwurfdrohne fertig, aber zieht sich natürlich noch so ein bisschen. Oh, was ist denn mit ihm? Es scheint schon Gefechte gegeben zu haben, weil... sagen, du reparierst hier erstmal. Kommst dann zu deiner Flotte zurück. Genau. Jo, ich würde sagen, das war's dann tatsächlich wieder für diese Folge. Wieder was Neues. Und ja, ich glaube, dann werde ich mal als nächstes so langsam das Projekt angehen. Pack der grünen Schuppe aus meinem Industriegebiet zu beseitigen. Aber das werde ich, glaube ich, selbst in die Hand nehmen. Also quasi werde ich mich dann ans Steuer an die Asgard setzen, denke ich mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie die bewaffnet sind. Werden wir ja dann sehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Da
Da will ich jetzt gerade nochmal gucken, ist das eine adäquate Entscheidung? Jawohl, ist es. Zack. Und die Teuta müsste jetzt eigentlich automatisch schon wieder Bock haben. Auch wenn jetzt hier einige Schrottwürfel. Auch die spawnen natürlich irgendwann. Das heißt also, wenn die Manticore nicht schnell genug ist. Und das ist so ein bisschen der Nachteil natürlich hier, dass die Manticore sich erstmal die kleinen Wracks holt. Und wir haben ja ganz viele kleine Wracks hier von den Xenon immer. Von daher, ja. Xenon I? Das war ein I? Moment. Stopp. Das war ein I? Moment. Okay, gucken wir in der nächsten Folge. So machen wir das. Kleiner Cliffhanger oder auch nicht. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.